August 1939, in Europa herrscht Hochsommer und es ist Ferienzeit. Obwohl es unbeschwerte Tage sein könnten, liegt etwas Sonderbares in der Luft. Einige sagen, ein neuer Krieg stehe bevor, andere schwören auf den Frieden. Die Welt schaut dabei auf den Obersalzberg, der Sommerresidenz Hitlers, von wo aus er seine Entscheidungen trifft. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, in dem ich über das Buch Funkenflug, August 1939, der Sommer, bevor der Krieg begann, von Hauke Friedrichs sprechen möchte. Kurz einmal zum Autor Hauke Friedrichs. Friedrichs wurde 1980 in Hamburg geboren, promovierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Hamburg, arbeitet als Journalist und Autor. Schreibt unter anderem für die Zeit und Spiegel Geschichte und hat zuletzt die Totengräber, der letzte Winter der Republik veröffentlicht und als Buch. Genau, kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch ist in 10 Kapitel unterteilt, in denen die Ereignisse des Augustes, die sich von einem Funkenflug hin zu einem späteren Weltenbrand entwickeln, rekonstruiert und nachgezeichnet wird. Dabei umfassen die einzelnen Kapitel immer mehrere Tage, meistens so 3, 4, 5 Tage. Ist unterschiedlich, wobei jeder einzelne Tag dabei nachvollzogen wird und nicht jetzt in einem Tag mal übersprungen wird, sondern wirklich jeder einzelne Tag, wie gesagt, nachvollzogen wird. Die Rekonstruktion ist dabei multiperspektivisch sozusagen. Es kommen Intellektuelle wie die Manns zu Wort, Hitlergetreue wie Goebbels, Ribbentrop oder andere, aber auch Diplomaten, aber auch Politiker wie Churchill und Gegner zu Wort, wie etwa von Weizsäcker, beziehungsweise auch ja, die späteren Mitbegründer der Weißen Rose, Hans und Sophie Scheu, kommen zu Wort, und aber auch ja in nationaler und internationaler Presse. Vor jedem einzelnen Tag gibt es immer wieder immer 2, 3 Pressestimmen, vor allem aus der deutschen Presse, die ja bekanntermaßen gleichgeschaltet ist, aber auch aus Exilblättern, beziehungsweise ich glaube auch an 1, 2 Stellen von internationaler Presse, wo dann für den Tag vermutlich jetzt mal einfach ein prägendes Zitat ist oder ein prägender Satz, der in der Presse stand, und genau. Dabei zeigt Hauke Friedrichs das Hin und Her zwischen den verschiedenen Diplomaten, Politikern, Militärs, aber auch in der Führungsriege der deutschen Politik vor und nach, und entwirft davon dann sozusagen ein wirklich, muss ich sagen, lebendiges Bild des Augustes 39, wo dann sozusagen ja die Brisanz teilweise auch und die haarscharfen Wendungen nachgezeichnet werden. Und dabei wird die Entstehung des Konflikts um Polen bzw. um Danzig und den polnischen Korridor nachverfolgt bzw. rekonstruiert und, ich will es nicht sagen eingeordnet, aber schon irgendwie nachvollzogen. Und gleichzeitig wird die Vorbereitung des Überfalls auf Polen geschildert und nachvollzogen, auch mit einer internen Kritik und dem gescheiterten ersten Versuch der Aktion wenige Tage vor dem 1. September, ich glaube am 26. war das, August, wurde versucht sozusagen schon der Überfall Polen zu überfallen, dann hat es dann aber noch paar Änderungen, paar kurzzeitige gegeben, und gleichzeitig wird auch aufgezeigt, welche Versuche es zur Lösung des Konfliktes um Danzig gab und der Erhaltung des Friedens gab, was alles angestoßen wurde. Der Überfall auf Polen, so wird deutlich, ist ja von langer Hand geplant. Hitler sprach ja auch immer vom Lebensraum im Osten und
den er wieder erlangen wolle. Und teilweise auch mit der Revision des Versailler Vertrags. Gleichzeitig wird auch gezeigt, wie die Appeasement-Politik der Alliierten, vor allem von den von Großbritannien und den Staaten, scheitert. Gleichzeitig wird das Zustandekommen des Nicht-Angriffspaktes zwischen Hitler und Stalin, also Hitler-Deutschland und der Sowjetunion, nachgezeichnet. Und mit den Reaktionen der internationalen, vor allem der europäischen und amerikanischen Presse auf dieses Abkommen wird auch gezeigt, vor allem der Diplomaten. Und genau, dabei erscheint in dem Buch Birger Dahlerus, ein schwedischer Geschäftsmann mit einer mehr oder weniger privaten diplomatischen Mission, einer der Hauptakteure auf zu sein, der sozusagen den Frieden sichern will, vermutlich auch nicht ganz mit einem gewissen Eigeninteresse, aber der ist immer einer so der Hauptfiguren in diplomatischen Kreisen, so wird es hier geschildert. Ist das Buch, jetzt einmal kurz zum Fazit zu kommen, ein Buch, oder Funkenflug ist ein Buch, das aus der Zeit herausgeschrieben ist, in dem zum Beispiel von Zeitungsartikeln, Tagebucheinträgen, diplomatischen Noten etc. Briefen die Zeit wirklich hautnah rekonstruiert wird und man bekommt so dadurch eigentlich einen vertieften Einblick in die Hintergründe eines bisher bekannten Ereignisses bzw. der Vorbereitung eines bisher bekannten Ereignisses, nämlich des Überfalls auf Polen durch die Deutschen, der fingierte Überfall Polens auf Deutschland, das muss man ja auch immer sagen. Und es ist wirklich aus der Tat heraus mit Einblicken, die ich so bisher noch nie gekannt hatte. Geschrieben ist es wie ein Krimi, das Buch, so hatte ich es gespannt, auch halt vor allem spannend halt auch durch diese Multiperspektivität, nicht nur trocken aus einer Perspektive, aus einer entfernten Perspektive, sondern wie schon gesagt aus der Zeit heraus auf Zeitungsartikeln, Tagebucheinträgen, diplomatischen Noten und etc. bisher bekannten Quellen spannend nachgezeichnet. Wie schon gesagt, es ist lebendig bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebendig erzählt und um jetzt mal persönlich zu sagen und zu sagen, ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Also ich habe es, ich glaube, in 2 Wochen, die 300 Seiten, knapp durchgelesen. Aber es war auf jeden Fall spannend, es ist ein spannendes Buch. Ja, ich verabschiede mich jetzt auch schon mit diesem Video ins Wochenende. Das war meine Besprechung zu Hauke Friedrichs Buch Funkenflug. Und ich sag genau, bis nächstes Wochenende, bis nächsten Freitag auf jeden Fall. Da sehen wir uns dann wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Wochenende. Vergesst nicht zu abonnieren, kostet ja nichts. Und vielleicht auch zu kommentieren. Und bis dahin. Tschüss.